Gemeinwohl, Ökonomie ist eine Bewegung, ist eine europaweite Bewegung, die es erst seit 2 Jahren gibt. Und demzufolge ist sie eigentlich eine sehr junge Bewegung. In Spanien, wo sie zurzeit angekommen ist, stürmen die Menschen die Vortragssäle. Die Vortragssäle sind mit 3.000, 4.000 Menschen überbelegt. Und es besteht in diesem Land, Spanien und auch Portugal, ein unglaubliches Interesse an einer neuen Wirtschaftsordnung. Im Gegensatz zu Bastia, wo die Kreislaufökonomie vorgestellt hat oder auf jeden Fall eine politische Initiative daraus macht, bedeutet die Gemeinwohlökonomie, dass es eine Bewegung von unten ist, von der Zivilgesellschaft, ethische Werte umgesetzt werden in den Unternehmen. Die Frage, die ich beantworten soll, ist, was bezweckt die Gemeinwohlökonomie? Ja, was bezweckt sie? Sie bezweckt nichts mehr oder nichts weniger als den Frieden zwischen den Menschen herzustellen und den Frieden zwischen Mensch und Natur. Jetzt, wie soll das aber von sich gehen? Wer kennt die Gemeinwohlökonomie oder wer kennt die Gemeinwohlbilanz? Ja, doch schon einige. Also für diejenigen, die das noch nicht so gut kennen, es geht darum, die Bilanz, also die Finanzbilanz der Unternehmen abzulösen. Die Größe, wo der Erfolg einer Firma sichtbar wird, soll eben die Gemeinwohlbilanz werden. Eine Gemeinwohlbilanz zählt eigentlich, wie eine Firma sozial und ökologisch aufgestellt ist. Und anhand von verschiedenen Indikatoren werden Punkte vergeben. Das heißt, eine Firma wird nicht mehr bemessen an ihrem Finanzgewinn, den sie schlussendlich Ende Jahres vorlegen kann, sondern sie wird gemessen an was für einen Mehrwert diese Firma der Gemeinschaft, dem Gemeinwohl zufügen kann. Und das ist eine, denke ich, eine Sichtweise, die viel politischen Zündstoff in sich hat, einerseits. Aber ich denke auch, diese Form von Wirtschaften könnte ganz grundlegende Diskussionen anstoßen in der Bevölkerung über die eigenen ethischen Werte und über die eigenen ethischen Werte zu leben. Es gibt also diese Gemeinwohlbilanz, das ist eine Matrix, die ist hinten aufgelegt mit 17 verschiedenen Indikatoren. Da wird zum Beispiel überprüft, wie ökologisch und sozial das Finanzmanagement durchgeführt wird. Mit welchen Finanzprodukten eine Firma sich ausrüstet, mit welchen Banken, mit welchen Versicherungen, mit welchen Pensionskassen eine Firma zusammenarbeitet. Und wenn jetzt zum Beispiel eben die Firma mit einer Finanzorganisation zusammenarbeitet, die sozial und ökologische Finanzprodukte anbietet, dann gibt es mehr Punkte. Im Ganzen über die 17 Indikatoren hinweg zwischen 0 und 1000 Punkte. Eine Firma, die hohe Gemeinwohlpunkte hat, die soll dann begünstigt werden in Form von weniger Steuerzahlungen, in Form von weniger Zöllen. Sie soll bevorzugt werden bei öffentlichen Vergabe von Aufträgen. Also es geht darum, dass dieses momentane Ungleichgewicht von Firmen, die sich sozial und ökologisch engagieren, die haben ja mehr Kosten eigentlich und geraten ins Hintertreffen zu diesen Firmen, die radikal eigentlich nur auf die Gewinnmaximierung setzen und alle sozialen und ökologischen Kosten an die Gemeinheit abschieben. Also das ist die Idee der
Gemeinwohlökonomie. Es ist eine Bewegung, die von unten her kommt. Es ist eine Bewegung, die mit diesen 17 Indikatoren eigentlich eine demokratische Diskussion und Bewegung auslösen will. Und diese Indikatoren sind auch nicht fest. Also wir wünschen uns eigentlich, dass zum Beispiel durch einen Konvent, durch einen Wirtschaftskonvent, die 17 Indikatoren durch einen demokratischen Prozess bestimmt werden. Wo oder wie kann diese Gemeinwohlökonomie umgesetzt werden? Also wie kann die umgesetzt werden? Es gibt drei Möglichkeiten für ein Unternehmen. Erstens, sie kann alle Informationen, die man für eine Gemeinwohlbilanz braucht, aus dem Internet herunterladen und sich diese Informationen und Fragen selbst stellen und diese Gemeinwohlbilanz selbst machen. In diesem Sinne ist die Gemeinwohlbilanz wirklich eine Open-Source-Bibliothek, die man benutzen kann. Völlig kostenlos, es kostet die Firma nichts, das zu machen. Die zweite Möglichkeit ist es, sich mit anderen Firmen, das kann in der gleichen Branche sein, muss nicht darum gehen, zusammenzutun und gemeinsam diese Gemeinwohlbilanz zu erstellen, sich gemeinsam die Fragen zu stellen, zu beantworten. Es geht darum, auch dieses Konkurrenzverhalten dann innerhalb der gleichen Branche, sich Firmen zusammentun, zu stoppen bzw. umzubiegen in eine Kooperation. Und die dritte Möglichkeit ist es für mittlere oder auch größere Firmen, dass sie eine Unterstützung anfordern von der Bewegung Gemeinwohlökonomie, eine Unterstützung anbieten, die die Firma dann mit den Managern, mit den Mitarbeitern in diesen Prozess des Bewusstwerdens, was macht die Firma, was für soziale, demokratische und ökologische Leistungen werden eigentlich gemacht, was fehlt noch, um in diesen Prozess einzusteigen und dann auch die Gemeinwohlbilanz zu auditieren. Das heißt, wir haben Spezialisten, die dann anhand von einem möglichst gleichmäßigen Bewertungsschema die einzelnen Bilanzen bewerten, auditieren, damit eine Vergleichbarkeit möglich ist. Ich erhoffe mir sehr, sehr viel von der Gemeinwohlökonomie, weil es nicht eine Theorie ist. Die Gemeinwohlökonomie, die hat eingesetzt, auch in der Schweiz gibt es Firmen, die das machen. Man kann heute, man kann morgen damit anfangen, wir müssen nicht auf einen Crash warten, wir müssen nicht auf einen Regierungsentscheid warten, man kann einfach damit anfangen.